So, ich meine Lisha natürlich. Ich habe was für dich. Eine tote Krabbe. Here you go. Danke. Ich weiß, dass er nicht mehr zurückkommt, aber ich musste wissen, dass er in Frieden ruhen kann. Moment. Jetzt bin ich traurig. Die Krabbe Krabbert hat nur geschafft. Krabbert, du lebst! Wer kneift wie kein Zweiter? Du vielleicht? Ja, du! Das hat diesen emotionalen Moment irgendwie kaputt gemacht. Stimmt! Das ist eine magische Welt, in der Haustiere ewig leben! Bis ich sie totschlage. Krieg ich was? Belohnung, hallo? Nein, nichts. Ah, da war noch eine Nebenmission. Tagebuch. Großen Zauber. Ach, da drüben. Siehst du da? Das ist ein Schreinteil. Sieh, ich habe keine Lust auf Schreinteile. Nein. Aber was ist das? Eine Als die Schriftrolle. königliche Marine gegründet wurde, eine aufgestellte Brücke steht vor dir und wartet auf deine mächtige Faust. Du hast die Geschichte unterbrochen, Tina. Tina! Oh, jetzt kann ich. Warte mal. Komme ich da wieder zurück? Ja, okay. Muss nicht den ganzen Weg wieder gehen. Mächtige Faust. Ah. Nein, ich will nicht in die Höhle. Ich will Hauptmission weitermachen. Nein. Krabbe schlagen. Ich habe die Krabbe nicht erwischt, ich habe sie erwischt. Da oben waren wir, da unten waren wir. Da drüben will ich nicht rein. Karnox Wand. Klingt nach einem bösen Boss. Schaut cool aus, verdammt cool. Die Grafik geladen hat, schaut cool aus. Du hältst dich also wirklich an sie Oh. und ihre erbärmliche Quest, ja? Gut. Ich weiß, wie es ist, wenn dein Schicksal für dich entschieden wird. Aber ich mache hier das Schurkending, okay? Die Welt taucht sich nicht von alleine in Dunkelheit, weißt du? Schaut das cool aus. Schaut das cool aus. Verdammt. Ich habe übrigens ein neues cooles SMG. Drachen. Es gibt Drachen. Nicht so kleine. Ihr Große Drachen. stolpert über ein geheimnisvolles Relikt und es strahlt super magisch aus. Oh, du weißt, dass ich da drauf anspringe. Das Licht. Ich lebe. Moment. Na, wenigstens zur Hälfte. Aber du hast mich befreit. Vielen Dank. Wow, wer bist du? Vor langer Zeit hatte ich einen Namen. Jetzt nennen mich alle den Hastard. Entschuldigung, was ist ein Hastard? Ach, weißt du, so ein richtiger Hexensohn. Wie Bastard, verstehe. Ich bin ein Nekromant. Aber als ich mich geweigert habe, mich den Befehlen des Dragon Lords zu beugen, hat er mir die Seele rausgerissen und in dieses Relikt gestopft. So ein Arsch, was? Ja, was für ein Arsch. Ich bin gerade auf der Suche nach dem Dragon Lord, um ihm eins überzubraten. Klasse, dann haben wir denselben Weg. Ich will mir meinen Körper zurückholen. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir ein mächtiges Werkzeug gegen den Dragon Lord. Hier, eine Demonstration am lebenden Objekt. Naja, halblebend. Dieser Geysir ist der einzige Weg nach oben, aber er wird von einem Barrierezauber geschützt. Zum Glück kenne ich mich mit sowas aus. Siehst du? Kein Problem. Oh. Ich kann dir zeigen, wie man Zauber auflöst, wenn ich meinen Körper zurückhabe. Jetzt müssen wir diese Klippen hochklettern. Ausflug! Oh, die Map gefällt mir. Wow, was hast du gerade gemacht? Wow, entspann dich. Ich organisiere mir nur ein Transportmittel. Mobilität ist keine Stärke von Geistern. Schon mal gefragt, wieso wir immer in düsteren Häusern rumhängen? Ist nicht wegen der Deko.
Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ich keinen Streit über die Vertrauenswürdigkeit dieses Nekromanten vom Zaun breche. Hey, das ist krasses Charakterwachstum, Baby. Kurz zu etwas völlig anderem. Neuling, es gibt sowas wie umgekehrten Exorzismus, bei dem man die Seele eines anderen in den eigenen Körper einsperrt und dann explodiert, sodass beide sterben. Nur so, falls du Argumente brauchst. Oh ja, das ist echt. Üble Sache. Ist meinem Kumpel Connor auf einer Geburtstagsparty passiert. Was? Was? Macht er was? Das würde er doch nie tun, oder? Hallo, Drache. Komm ein neues SMG an. Dort leben. Zeit für Sturmgewehr dann. Ja, das macht auch schon Fettschaden. Gute Arbeit, Team. Oh, das ist eine coole Drachenmap. Man mit Dragon Lord als Endboss. Der Glücksfaktor steigt. Kann man sich sowas erwarten, oder? Ich habe keine Giftsachen. Gott. Nur eine Feuerwaffe, der Rest ist ohne Zusatzgeschmack. Ohne vorigen Chili-Zusatzgeschmack. Was ist das? Oh, schaut das cool aus. Das ist nur ein gewöhnlicher Aufzug, der auch ein Skelett ist. Ein Skelettlift? Cool, oder? Habe ich selbst getrocknet. Aber ein kleines Penthouse im Schädel. Der Kiefer ist unser Ticket nach oben. Mal sehen, ob ich ihn in dieser Form noch runterzaubern kann. Oh, schaut das cool aus. Verdammt, schaut das cool aus. Lass mich erinnern, diese Folge wieder in 4K, mit 4K 2K rauszubringen. Lagenaria Cucurbita. Blop, 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 blop. Ah, nein, du hast das Kiefer zerstört. Ah. Okay, gut. Er ist unten. Los, zu diesem Kiefer. Brücke. Da drüben sehe ich noch einen Geysir, aber... Oh, perfekt. Diese Felsen werden von dem Rohquarz darin hochgehalten. Du kannst sie vielleicht umherbewegen, wenn du auf den Quarz schießt. Cool. Hui. Ah. Da oben ist jetzt mega Loot. Nein, wirklich. Da wird doch irgendwas was Cooles noch sein, oder? Das würdet ihr doch nicht tun. Da ist eine Wand, die zerschlagen werden kann. Wirklich? Keine goldene Kugel? Ich weiß, die ist nur... Ah ja. Ha? Was? Ja, ich bin überhaupt nicht verwirrt. Karte sagt... Was wahrscheinlich... Okay. Okay, verstehe. Hier oben ist diese Nebenmission. Gehen wir zuerst diese Nebenmission an. Ich hab Nein gesagt, ich will diese Mission zuerst machen. Skelette! Dieser Obelisk wird eine sandige, super stürmische Schlangenhexe heraufbeschwören. Oh, ey. Die Parcours-Puzzle lassen mich jetzt schon alters schön. Obelisken-Fight. Das langsam nach. Ein Sack Fleisch auf Steppen.
Ist selber dünn. Wird gefährdet dort schon wieder einen fahren lassen. David. Das ist ein Gerd irgendein Nebeneffekt, wo es so ein Feld macht oder eine goldene blaue Kugel schickt. Verdammt gut die Waffe. Was, Mama? Was, Mama? Wo ist mein RPG? Sniper weg, ihr. Nix da, da wird nichts wieder auferstanden. Grüne Sachen. Sie hat eine gute Sekunde überlebt. Alles schon bekannt. Hallo Falle. Gute Arbeit hast du geleistet. Ah. Wo ist mein Sniper? Sagen wir, Pistole kann man reingeben. Oh boy. Es wird jetzt schon viel zu viel Rätsel geben, ich spür's. So viel Parkour-Puzzle. Ich hasse nichts mehr als Parkour-Puzzle. Oh, das ist ein guter. Gleich wissen müssen. Am coolen Umhang. Hützgeführte braucht auch einen coolen Umhang. So. Oh boy. Ja, dann werden viele, viele Rätsel rauskommen aus dieser Map. Viele, viele Rätsel. Ja. Yeah. Du hast mir einen coolen Feuerzauber versprochen. Da. Erstmal heißt es im Buch was von Eiern. Genau genommen von Drachen. Eiern altersloser Drachen auf dem Faulwindgipfel, deren abscheuliche Schreie die Geburt des Eisens einläutet. Mehr als Wyvern-Eier habe ich nicht zu bieten. Aber gut, damit kann ich arbeiten. Ja, was heißt das jetzt? Schaffe Eier. Verstehe. Es sind doch schon genug Wyvern in meinen Weg. Oh, er hat mich fast von der Brücke runtergeschickt. Hützgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Gut, 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 gut. Was haben wir hier? Shotgun nachgeladen. Dieser Zauber wird meine Feinde schwarz und knusprig werden lassen, wie Späne, Treibholz in einem Meer aus Flammen. Warum willst du deine Feinde knusprig haben? Explain yourself. Das klingt doch ein bisschen eigen, oder? Das sind Kannibale. Das sind Kannibalen. Ah. Oh, damn. Bist du Freund? Nein. Ich hätte dir vielleicht dazu sagen sollen, dass Wyvern es nicht mögen, wenn man ihre Eier klaut. Das brauchst du nicht. Das ist selbstverständlich. Doch kein Dummsi.
Weg mit dem Boss. Loot. Nimm Loot. Was haben wir hier noch? Ach, Schwerter. Nicht das Violette ist auch gedroppt. Sieger Wurfen. Wurfen. Das ist ein Loch. Ich finde komischerweise sehr wenig goldene Kugeln. Das sollte mir Sorgen bereiten. Hier auch nicht. Aber Kisten finde ich. Ich brauche nur einen Ring mit Beuteglück. Was anderes brauche ich nicht. Wo sind die goldenen Kügelchen? Yeah. Die Musik ist ziemlich ruhig in dieser Map. Was Schlafmusik. Die Roben des Rats der Zauberer werden brennen. Die wollen mich verbannen? Ups. Alles klar, Team. Nicht da ganz rauf. Schaut fast so aus. Oder doch nicht. Ich fühle mich da doch nur zur Kiste zurück. Ah, oh, goldenes Kugelchen, ja. Der Generator kann dir nichts anhaben. Ich glaube, da werde ich nicht mal die Hälfte schaffen in der Map. Okay, weiter zur nächsten Zone. Ja. Boah. Pistole wird das nächste ausgetauscht. Das SMG ist gerade noch gut. Was macht's? Leider Safe Zones. Auf des Todes. Das gibt's hin. Safe Zones des Todes. Ganze Musik wieder weg. Einmal ist es wieder ruhig. Blitzgeführt hat schon wieder einen fahren lassen. Ich brauch gar nicht hinschauen, ich hab's gehört. Verdammt. Verdammt. Nein. Er lebt ja noch. Was Grünes gedroppt, das ich vergessen werde. Moni. Ei. Ausgezeichnet. Laut diesen uneindeutigen Runen brauchen wir als nächstes die nekrotische Energie in den Knochen des weißen Todes. Das sind offensichtlich reanimierte Skelettknochen. Oder? Du bist der Zauberer. Richtig. Gut. Skelette werden schon richtig sein. Würde ich hoffen für dich. Obwohl, das könnte eine Game of Thrones Reference sein. Oh. Der Tod ist, glaube ich, noch eine andere Reference. Hm, er rennt weg.
du bist ein Bomber, verstehe. Der ist ein kleiner Bomber, yeah. Wird schon passen hier. Bin ja kein legendärer goldener Kugeljäger. Verdammt, ist die Map cool. Die gefällt mir schon viel besser als die vorige Map. Die Unterwasser-Map. Die dunkle. Oh. Goddammit, Weber Gefährte. Wenn ihr mir meine Familie ist nicht. Verdammt, schaut das cool aus. Verdammt, schaut das cool aus. Mm. Oh. Cool, cool, cool. Das ist eine coole Fantasy-Map. Das ist die Stärke dieses Spiels. Coole, sonnige Fantasy-Maps. Oh, hey, Bro. Das sollte reichen. Ich kann Grummeldorns Elementare-Animatrix anwenden. Aber sei gewarnt, die Macht des Dragonlords ist so groß, dass so gut wie jedes erweckte Skelett ihm folgt. Egal, wer es erweckt hat. Erhebe dich! Ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen! Ich bin gestorben, natürlich! Hast du je darüber nachgedacht, dass auch du im Innern ein Skelett bist? Willst du mich jetzt töten? Meine Knochen! Meine spröden Knochen! Hast du je darüber nachgedacht, dass deine Knochen feucht sind? Ja, das haben mir die Skelette schon gesagt. Okay, weiter. Ich werde dich töten, entbeinen und wie einen Poncho tragen. Ich hatte nur so viel vor. Ich bin die Hüte. Das kapier ich nicht. Ich sterbe. Noch mal. Da gießt mich der Lauch. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Du kannst nicht sterben. Sie haben gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Verdammt, mir ist gerade aufgefallen, dass diese Rune ein Akzentzeichen hat. Was bedeutet, dass diese minderwertigen Knochen nicht genügen. Wir brauchen viel Knochenenergie. Finde ein paar Badass-Skelette. Mhm. Sicher doch. Warum auch einfach? Ich würde ja selber ein paar Badass-Skelette reanimieren, aber da waren so gut wie keine Badass-Knochen in den Haufen drin. Und ich kann ja wohl kaum ein Badass-Skelett aus Normalo-S-Knochen machen, oder? Das fragst du mich? Was soll ich das wissen? Ich will überall raufklettern. Komm her. Und weiter. Wirst du mich hin, wenn ich dich anschieße? Was? Das hatte doch sicher einen Sinn, aber... Badass. Du gewinnst niemals, hey! Bleib weg von mir, Fleischsack! Du bist so... feucht! Du bist so tot. Dumpt schon hier, kleine Skelette. Auf zu lachen. Au. Der Tod macht alle gleich. Zumindest euch Sterbliche. Zauberer haben mehr Möglichkeiten. Weißt du, ich habe mich kurz als Nekromant versucht, aber dieser beißende Gestank in der Robe hat mir die Tour bei den Zauberinnen vermasselt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Hast du gefragt, wer diese armen Skelette früher waren? Ob du vielleicht die Knochen armer, unschuldiger Leute schändest?
Ziemlicher Quatsch, oder? Es sind vermutlich alles böse Skelette von bösen Menschen. Natürlich. Wenn dir das weiterhilft. Du gewinnst niemals, Held! Ja, glaubst du? Mit einer Nekromantin. Sie war ein Lich. Hab ihr einen Schädel geschenkt. Lichs lieben Schädel. Endlich! Ich geheiße dich zu mir zurück bei deinem leibhaftigen Namen und einem fetten Gehaltscheck. Oh. Was auch immer. Hauptsache du zahlst. Was ist ein Lich noch schnell? Tomaten unter mir. Goldene Kugel da drüben. Nein. Verdammt. Ich überdenke das wahrscheinlich, habe ich zu viel. Ich habe keine Ahnung, ob da was sein könnte. Weit sind wir in der Aufnahme? Ach, die Mission wird fertig gemacht. Ja, ich denke, ich habe irgendwas Wichtiges verpasst, oder? Da ist das riesig hier. Okay, die Mission fertig runterziehen. Ah, da bist du ja. Lege die Reagenzien nun in den Mörser. Gut, zermahle sie nun mit deiner Waffe. Kann ich nicht an... Das reicht. Tritt zurück, während ich den Thron der Zauberkunst besteige. In wenigen Augenblicken werde ich die Macht erhalten, den Zauber der ultimativen Flamme zu wirken. Wir werden gegen ihn fighten müssen, oder? Wir werden gegen ihn fighten müssen, ich spür's doch. Hitze, Brand und Höllenfeuer. Brenne in der Feuersnot. Gewähre mir das Drachenfeuer und mache mich zum Flammentod. Ignis, 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 ich bitte dich um deine Gunst. Erwache, roter Hunger, erste und letzte Feuersbrunst. Damn. Jetzt muss ich ihn wohl töten. Du bist bereit. Ja. Damn! Ja, was sag ich, ein fetter Boss. Oh! Ausgewichen. Lululululul. Genau dafür haben wir den Raketenwerfer mit. Bleib weg von mir, Flagge! Ich hab gesagt, ich könnte auf einer Spinne rein tot! Ah, er lebt doch noch. Ey, was war das, Alter? Jetzt gefährt das Saxin. Du hast dich in ein Monster verwandelt, also habe ich dich vertrimmt. Der Zauber funktioniert nicht. Ich, Drüxel, habe bestimmt nichts falsch gemacht. Man kann diesen alten Folianten einfach nicht trauen. Hier, nimm dein Geld und verzieh dich. Ich räume hier auf. Verzieh du dich doch. Oh. Okay. Stets zu Diensten, alter Mann. Besuche mich in den Ruinen, wenn du kannst. Ich habe mehr Arbeit für dich und mehr Belohnungen. Kann ich hier links rein jetzt? Danke. Ich muss mal meine Sachen verkaufen. Habt ihr schon aufgeräumt, brav da drüben?
Ding hat keine Reichweite. Hauptinventar ist voll. Perfekt. Das sind Automaten, da ist eine Kiste. Da ist Loot. Da ist alles, was ich brauche. Und Diamanten. Und Gegner anscheinend auch. Warte, wo sind... Ah, die Automaten sind unten. Oh. Das heißt, ich werde runterhopfen und dann da nochmal herkommen und fertig looten. Okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört, wenn du verfluchen willst. Ja, es ist voll gelootet. Das heißt, die Episode ist vorbei. Das kann ich mir reinziehen. Das wird gedroppt. Und dann habe ich Lootplatz. Für dieses und dieses Ding. Peace out.